Moin Moin und Hallihallo, liebe Freunde. Willkommen zu einer weiteren Folge Draco. Wir sind immer noch am Patch 0014. Und zwar hatten wir beim letzten Mal das Problem, da hatte ich dann ja auch abgebrochen gehabt, dass ich die Axt nicht herstellen konnte. So, kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Shopping-Block abgerissen und den neuen gebaut. Und voilà, es ging. Ich konnte schon wieder eine Axt bauen. Ich habe noch ein paar Punkte. Ich sehe gerade, ich muss wieder was trinken gehen. Also die Wasserversorgung, da muss ich vielleicht auch irgendwann mal was tun. Vielleicht hätte ich das Ganze näher am Wasser bauen sollen. Nahrung ist kein Problem, aber Wasser. Und da habe ich hier leider noch nichts in der Gegend gefunden. Na gut, der Fluss ist da hinten gleich. Jo. Ich habe noch ein bisschen was gelernt. Ich dachte, ich mache dann hier nochmal ein Campfire. Das craften wir mal. Oh, da fehlt natürlich wieder was. Ich habe mir jetzt hier das Ganze so mehr oder weniger als Lager eingerichtet. Konnte man das nicht teilen irgendwie? So. Steuerung? Nein. Okay, dann machen wir es halt so. Holz nehmen wir auch noch mal rüber. Ah, es regnet. Vielleicht. Was mit Shift? Holz, ja, Hammer. Okay. Es wäre natürlich cool, wenn der Regen auch mein Trinken auffüllen würde. So, jetzt können wir das Campfire craften. Das habe ich zweimal gemacht. Verdammt. Zittrigen Finger gehabt. Egal. Da brauchen wir zwei Campfire hier hin. Ich hoffe, das geht. Drops Item, ja, ich weiß, ich bin überladen. Na, geh hin da. Ah, und zwar, das nehmen wir mal rüber und die Steine nehmen wir mal raus. Das ist einfach too much. Und gerade habe ich hier eine, ach, Knochen, Bone. Okay. So, Campfire. Halt, das gerne geplaced. Ob wir davon jetzt auch nur eins bauen können oder ja, komm. So, bin ich da jetzt, ich habe bestimmt Holz, ne? Interact, hallo, ich habe jetzt ein Campfire gebaut und kann damit nichts machen. Das zweite baue. Repair. Abreißen. Upgrade. Okay. Reißen wir es ab. Dann heißt das tatsächlich, man kann noch nichts mit dem Lagerfeuer anfangen. Okay, gut. Hält. Naja. Soweit, so gut. Ich denke mal, wird dann mit dem nächsten Mal auch gefixt werden. Wie kann ich denn hier? Genau, da gibt es dann Open. Machen wir das mal. Was brauchen wir für den? Da fehlen uns. Also Holz haben wir. Metalle haben wir auch. Seil fehlt uns noch. Na gut, das Rope können wir schnell bauen. Was haben wir hier? Nur 1, 2, 3, 4, 5. Können wir ruhig. Ja, ich bin immer so ein bisschen misstrauisch. Hier rennt eben noch ein anderer Spieler rum. Nicht, dass der einen mal einen über den Schädel ziehen möchte. Immer so ein paar nette Strategen. So, und das Rope kommt jetzt hier rüber. Und damit können wir. Ey, nur einen. Wieso macht der gleich zwei? Naja, egal. Geht schnell kaputt, das Zeug.
So, jetzt will ich mal gucken. Mit der Axt habe ich Holz gekriegt. Ja, kann ich das hier trinken? Hier ist eine Pfütze, würde ich gerne draus trinken. Ah, das geht. Cool, geil. So, mit der Axt habe ich Holz gekriegt. Jetzt will ich mal gucken, ob ich hier Fiber rauskriege. Wenn ich da mit dem Hammer reinhaue. Ob ich da überhaupt was rauskriege. Gucken wir einfach mal. Okay. Der Hammer bringt gar nichts. Ich meine, ich kann damit wahrscheinlich irgendjemand mal einen über den Schädel ziehen. So, wie weit muss ich noch bis zum nächsten Level? Dass ich noch ein bisschen was craften kann. Ja. Würde ich sagen, was uns definitiv fehlt, ist Eisen. Und da werde ich mal gucken gehen, ob ich hier noch so ein paar Dinger finde. Also Stein würde ich jetzt gleich wegschmeißen. Da habe ich ein bisschen was von. Oh, ein trüber Tag. Aber wie gesagt, es hat Gutes, man kann aus den Pfützen trinken. Das finde ich schon mal sehr gut. Ist das jetzt eigentlich ein Grafikfehler, dass das hier alles schwarz ist, oder ist das so gewollt? Diese hellgrauen Stellen, die man hier hat, die sind dafür da. Ja, ich denke mal, es wird ein Grafikbug sein. Was ich auch noch gerne hätte, wäre Pfeil und Bogen. Das muss ich mir den nächsten Mal irgendwann machen. Ah, man kann wenigstens sammeln, ohne dass man sein Werkzeug aus der Hand legen muss. Das finde ich schon mal sehr gut. So. Da ist wieder einer. Ich hoffe, der ist freundlich. Und stürzt nicht gleich irgendwie auf mich zu. Ich ignoriere ihn einfach erstmal. Wollen ja hier keinen Stress machen. Ein bisschen Fleisch könnte ich gebrauchen. Also das wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich da mal irgendwie so einen Vogel oder sowas kriegen könnte. Weil bei den ganzen mechanischen Viechern, die man ja hier rumlaufen hat, da kriegt man ja kein Fleisch raus. Ich muss auch mal sagen, dass Eisen wirklich sehr, sehr ich habe irgendwas gehört. Sehr, sehr rar gesät ist. Jetzt weiß ich auch nicht, wie schnell das nachspawnt. Also oben so ein Hirsch. Die erinnert wie ein Sägewerk. Ja, das scheint tatsächlich ein kleiner Grafikfehler zu sein. Jo, so, da hatte ich jetzt einmal ein kleines technisches Problem gehabt. Inzwischen ist es dunkel. Ja. Passiert auch mir mal. Ja, wir müssen noch ein paar Blümchen finden. Also wir müssen erstmal ein bisschen farmen wieder. Ich mag Dunkelheit nicht. Ich mag sie einfach nicht. Weil ich immer Angst habe, dass ich hier irgendwo mal runterfalle. Weil wenigstens hat man hier oben einen Kompass. Aber was wir mal machen können, ist, wir können uns einfach mal derweil das Crafting-Menü weiter angucken. Essen sollte ich, sehe ich gerade. Ein paar Yellow Mushrooms haben wir noch. Die helfen ja. Da kann man sich ein bisschen ernähren. So, zack. Okay. Learning. Mechanic. Das ist wahrscheinlich nur zum
Werten oder sowas. Description Cookie. Architekt. Genau, das ist Konstruktionsholz. Was hat denn der Blacksmith noch? Da haben wir natürlich noch Pfeil und Bogen, das wäre natürlich auch noch interessant. Eine Zwille, ein Slingshot. Tool Handle. Ah, okay, das ist halt ein Schlagstock. Metal Ingots. Eine bessere Axt. Bessere Hammer. Eisenspeer. Aber dass ich das Ding hier nicht bauen kann, das wurmt mich gerade so ein bisschen. So, wie viel haben wir denn noch bis zum nächsten? Oh, bis Level 4 müssen wir noch einiges machen. Aber das Blöde ist ja, dass... Oh, der Baum steht ja schon wieder. Okay. Man hier im Dunkeln schlecht sieht. Und die Skill Points hier auch nicht gerade stark gegeben werden. So, da muss ich halt ein bisschen Holz hacken. Vielleicht sollte ich einfach mal dieses Konstruktionsholz tatsächlich lernen, damit ich das dann umbauen kann. Boah, das ist aber auch hier im Dunkeln, man sieht nichts. Deswegen wäre es schön gewesen, wenn ich die Lagerfeuer hätte entzünden können. Dann hätte ich hier wenigstens noch ein bisschen Licht gehabt. Hört der Regen wenigstens auf. Und der Mond kommt raus. Sehr schön. Ja, so kann es bleiben. Wäre sehr schön. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal versuchen, hier noch ein paar Sachen zu farmen. Essbares und... Wenn die Pfützen jetzt noch hier sind, sollte ich vielleicht noch was trinken. Was knurrt hier? Hier knurrt er eben was. Also bis jetzt bin ich hier Gott sei Dank noch von keinem Tier angegriffen worden. Ja, wenn ich hierher komme, dieses maschinelle Geräusch. Ich würde gerne noch ein paar Pilze finden, weil die sind echt gut, um den Hunger zu stillen. Müsste ich feststellen. Wobei natürlich mal richtig Fleisch auch nicht schlecht wäre, aber ich denke mal, das wird schwer zu finden sein. Warte echt nur, dass mir hier der erste mit dem Pfeil in den Kopf schießt. Na, hier haben wir noch ein bisschen was. Ah, da haben wir noch ein paar Pilze. Sehr schön. Lass mir hier alles an Kräutern wegfarmen. Da gibt es leider nichts. Ja, sehe ich da? Ne, ich wollte gerade sagen, sehe ich da ein Feuer? Hey, wir müssen uns bei Tage mal ein bisschen mehr erkunden gehen. Auch Metall sehe ich hier gerade überhaupt nicht mehr. Alles trockenes Gras. Ja, es ist also durch das Mondlicht, was komisch angestrahlt wird. Da ist eine Lichtung. Oh.
Bleiben wir mal ein bisschen hier auf dem Weg. Ah, der schnauft doch wieder irgendwas. Ja, Nahrung ist ein echtes Problem. Bringen die? Nee. Die bringen nichts. Ach so, okay, ist nur mein Fackelschein, der sich da widerspiegelt. Ja, bis jetzt macht das eigentlich relativ Spaß. Das Ganze. Man hat aber auch noch nicht großartig was zu befürchten. Ich glaube echt, der Hauptfeind sind hier andere Mitspieler. Einige Sachen sind einfach noch nicht implementiert. Ich hoffe, da kommt jetzt demnächst immer noch mal wieder ein bisschen mehr. Wie gesagt, wenn ihr das Projekt auch gut findet, unten in der Description ist der Link für Kickstarter. Könnt ihr mit unterstützen. Da kann man sich schon mal im Vorhinein günstig einen Key besorgen. Irgendwas klappert hier. Keine Ahnung, also im Dunkeln würde ich das ungern machen. Darum hoffe ich, dass es bald hell wird. Was ich noch cool finde, fänden würde, wäre, wenn hier tatsächlich eine Uhr angezeigt würde, wie spät das Ganze ist. Dass man auch sagen kann, auch ja, okay, es sind nur noch was. Das ist meine Fackel. Hier, der war ein bisschen rumknistert. Dass man sagen kann, ach komm, noch 2 Stunden bis Sonnenaufgang, bleibe ich in meiner Base oder sonst was. War hier noch irgendwas? Was ist das? Also ich hätte Schafsgabe gesagt. So von der Form her. Okay, wächst hier auch reichlich. Ich weiß gar nicht, ob man das vielleicht später noch zu irgendwelchen Tränken oder beim Kochen mit Brauch. Ah, scheint heller zu werden, Gott sei Dank. Ja, muss ich mal gucken. Ich guck gleich mal, was das macht. Oh, ich muss mal wieder gucken. Ich habe hier wieder jede Menge. So, scheint hell genug zu sein. Ich brauche unbedingt Pfeil und Bogen. Wird als nächstes gecraftet. So, gucken wir doch einfach mal. Was war das? Okay, das Restores Heals. Restore Heals. Ah, hakelt mal wieder. Diese Tag-Nacht-Übergänge, die sind tatsächlich heftig. Ja, die geben aber auch. Einfach mal, die haben wir ja auch hier. Ob die vielleicht auch Nahrung bringt? Nein, die bringt keine Nahrung. Das sind tatsächlich nur diese komischen Yellow Mushrooms, die da ein bisschen was bringen. Ja, da würde ich sagen, gilt es jetzt erstmal die zu finden. Dann ist ja schön, dass sie Leben wiederherstellen, aber. Ah. Cool. Wir brauchen erstmal was zu futtern, ne? Was zu beißen. Was ich so ein bisschen vermisse, ist eine Third-Person-Perspektive. Die Dinger scheinen an den Bäumen zu wachsen. Oh, hier ist ja so ein komischer Turm. Ob man da rein oder hoch kann? Oder kann man den umhauen?
Ne? So. Haps, haps. Wollen wir hier mal ein bisschen was essen? Ah. Okay. Hä? Hey, ich habe doch so viel gehabt oder hat er die wieder nicht reingelegt? Ah, stackt die leider nicht automatisch. Das ist ja auch doof. Hit. So. Okay, dann doch einfach hier nochmal ein bisschen. Ich will Metall haben. Was brauche ich dafür den Motek? Okay, gucken wir erstmal hier. War Stone würde ich gerne droppen. Kann ich mir den da reinziehen? Ja, kann ich, bringt mir aber nichts. So, würde ich gerne. Ist leider ausgegraut. Okay, aber rausziehen. Ah. Okay, einfach rausziehen. Loot Impact, also Interact. Ah, okay. Okay, so. Ziehen wir den einfach raus. Perfekt. Ah, dann schmeißt er das hin. Gut. Wieder Richtung Süden. Cool, habe ich eben gar nicht gesehen im Dunkeln. Auch so eine Ruine. Ja, kommt wahrscheinlich gleich ein Immobilienmakler her und sagt hier, schöne Wohnung und nein, ich ziehe da nicht ein. Da bleibe ich lieber bei meinem Lagerfeuer. So. Was flattert da? Mal gucken gehen hier. Hey, schade. Flap, flap, flap. Also wir brauchen unbedingt einen Bogen. Ah, jetzt können wir wieder richtig laufen. Sehr schön. Da oben sind auch so ein paar komische Vögel. Und nicht schlecht. Ah, mit dem sollte ich mich glaube ich nicht anlegen. Der hat so komisches Geweih da oben drauf und ich fürchte, wenn der mich trifft, ist es um mich geschehen. So. Bin ich denn inzwischen mal wieder ein Level hochgestiegen? Nee, bin ich nicht. Ach komm, letzte Aktion in diesem Video. Ich bekämpfe ein Elch oder Hirsch oder was auch immer du da bist. Au, 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 au. Ah, da ist er. Interact. Take all. Ist hier noch Brüder? Das ist. Da kriege ich doch irgendwas raus, wenn ich drauf haue. Ach Quatsch. Die Axt nochmal hier. Das war ich nicht. Also wenn da jetzt einer kommt, der lacht da schon vorher. Ja, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sage ich jetzt einfach mal. Meine kleine Base.
würde sagen, wir warten, sind gespannt aufs nächste Update, was wir denn machen können, bauen können. Bin ich jetzt ein Level hochgekommen? Das hat mich zwar weitergebracht, aber das Leveln geht ja richtig schwer voran. Gut, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, abonniert ruhig den Kanal, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Schaut bei den Jungs bei Kickstarter vorbei. Wie gesagt, Link ist unten in der Description. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Sagt tschüss!